Und zwar haben wir jetzt hier. Okay, die Zahnräder unterscheiden sich eigentlich darum, dass da vier sind und da drei kleine. Okay, und wie kann ich denn jetzt. Ich habe keinen Bock, den falschen Knopf zu drücken. Okay, hier ist auf dem Bild diese drei Zahnräder. Sind drei, keine vier. Alter, was wurde mit der gemacht? Gigit. Okay, dann würde ich mal sagen, wir drücken den Knopf mit den drei Zahnrädern. Oh, okay. War das Richtige. Okay. Hab den Bogen raus. Dieser malt ein schönes Bild an die Wand. Das ist doch die alte von. Das ist doch die alte von. Hört ihr das von. Wie heißt es? PT von. Ist dasselbe Geräusch, oder? Von Silent Hills. Naja. Ja, zumindest Andeutung davon. Okay, danke schön, dass du die Musik ausgeschaltet hast. Sehr nett. Okay, dann gucken wir mal auf die Knöpfe. Wir haben eine Sonnenblume und eine andere Blume. Ich kenne mich mit Blumen nicht so aus, deswegen ist das. Wir haben eine Sonnenblume. Eine Sonnenblume. Okay, dann wird das wohl die Sonnenblume sein. Sonnenblume. Cool. Halt's Maul, du Musik. Okay, dann denke ich mir mal, dass jetzt hier eine Tür entstanden ist. Nö. Jetzt ist eine Tür entstanden. Boah. Und jetzt alles gut? Ja, gut. Okay, das Rätsel war jetzt zu Joking. Simpel. Gut, man muss halt bei solchen Rätseln wahrscheinlich mal erst einmal drauf gehen, um dass man überhaupt rafft, was man machen muss. Wenn man natürlich unvorsichtig ist. Ich denke mal, andere, die sehr vorsichtig sind, die hätten ja gar nicht erst drauf gedrückt. Die hätten erstmal. Da sind Zeichen drauf. Oh, da sitzt der Partner. Joseph. Kannst du laufen? Ja, ich. Oh. Joseph! Dieser scheiß knurrende Stuhl, das tut mir leid. Ja, Partner heilen. Steuerung, Information halten, die Partner heilen, verbraucht keine Gesundheit.
Schon viel besser. Das ist aber schön. Ach nein, ist jetzt nicht wirklich eine Escort. Ach nee. Escort-Missionen sind scheiße. Ist okay? Wir müssen hier raus. Kommst du mit oder bleibst du jetzt da stehen oder was machst du? Ach hier, Manu schreibt, er würde sich bei 5 Minuten hier bei so einem Spiel in der Hosen machen und sagt zu mir, ich soll schneller machen. Ich will das ja, ich will mir eher in die Hose machen, auf Deutsch gesagt, deswegen gehe ich ja so langsam und versuche so ein bisschen, ja, das Spiel auch zu fühlen. Okay, er hat eine Pistole, das ist gut, ich gucke trotzdem nochmal hier rein, bewach mal die Tür. Okay. Nichts drin. Nichts drin. Ach nein. Oh, Schudi. Clipper. Slimer im Glas. Ghostbusters. So, Schranktür. Muni, yay. Slimer. Oh, Halter! Fick dich! Oh. Das war jetzt aber auch gerade wieder die Tür, die ich ganz am Schluss aufmache. Wisst ihr, ich bin jetzt die hier versehentlich, bin ich die übergangen und dann mach die hier auf und... Oh. Macht mich fertig. Okay. Auf wen zielst du? Egal. Lesen. Hier ist definitiv einer. Okay. Solange er mich nicht sieht, ist alles. Ja, jetzt wird er mich aber sehen. Fuck, die stehen hier alle auf. Komm zurück. Komm mal zurück. Wir haben hier Feuer. Hallo. Komm zurück. Ja. Na komm rein! Alter! Na klar. Ja, schießt du erstmal vorbei? Bäm! Okay. War doch gar nicht mal so doof. So. Schön. Die hätten das wie mit den normalen Third Person wie Resident Evil oder so machen müssen, dass man auf Tastendruck
Dass man auf Tastendruck rennt. Dass man so langsam läuft. Weil es ist doof. Die ganze Zeit gebückt laufen ist auch doof, finde ich. Wer läuft denn so? Okay, ich werde mal das Licht anmachen. Dass auch ihr, liebe YouTube-Zuschauer, das alles seht. Oder vielleicht auch ihr, Twitch-Zuschauer. Ja, nochmal an dieser Stelle. Es wird auch gestreamt. Auf twitch.tv/gamerscheck_lp. Hallo? Kann er mir was tun, auch wenn er jetzt am Seil hängt? Ich würde doch. Vielleicht knapp gedrückt. Ich würde doch irgendwie viel lieber. Sind Bolzen drin? Okay, kriegt man Clipper von, kann man machen. Streichhölzer sparen, wollte ich sagen. Wollte ich eigentlich. Hier, Clipper. Slimer. Und eine Spritze. Mitnehmen. Was? Ziel mit dem Fadenkreuz vorher auf den Kopf und dann ziel erst richtig und das nach jedem Schuss. Hä? Ich soll erst zielen, um dann zu zielen. Bing. Bing. Hat bestimmt seinen Sinn. Diese Dose da. Okay. Verschlossen. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Ja, klar. So was haben wir ja früher gelernt. Eine Ausbildung zum Detektiv. Achso, das hat er. Er kann sie entschärfen. Okay. Oh, er kann sie entschärfen. Ich dachte, ich habe gesagt, ich kann es entschärfen. Das hätte ich glatt weg als eine Lüge empfunden. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay.
Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Alter, wir brauchen dringend Oropax für dich. Ganz dringend, dass du nichts mehr hörst. Sonst fällst du mich hier noch von hinten an. Also ab jetzt jeden Arztraum durchsuchen nach Oropax. Der Mann braucht Ohrenstöpsel. Ganz dringend. Mir geht's gut, keine Sorge. Naja, hört man. Scheint, dass du lachst. Wenn das kein Husten ist und dir geht's gut, dann... Worüber lachst du denn? Hm? Willst du mir nicht sagen? Okay. Leider hoch. LT ist was auf dem PlayStation 4 Controller? Das ist kein Xbox hier. LT? Okay. Okay, hier ist heller, das gefällt. Oh, Save Point. Aufwerten. Save Point. Aufwerten. Save Point. Aufwerten. Save Point. Hab ich schon gesagt. Aufwerten und Save Point. Wir müssen weiter. Hört mal an der Musik. Nee, warte mal, ich muss hier aufwerten. Save Point. Clear. Gibt's denn hier kein Tagebuch von Mire? Da macht's einfach clear und kein Tagebuch von Mire. So. Ich habe das Gefühl, dass ich diesmal auch wieder zweimal herkommen sollte. Ich hab's gewusst. Was hast du gewusst? Was genau hast du? Ist schon eine Weile her. Hä, willst du verarschen? Ich war doch gerade erst hier vor circa einer Stunde. Ja, ich speichere gleich. Ich Attribute und so. Und dann komme ich sowieso nochmal her. Mal gucken, ob da wieder sowas Komisches abgeht. Okay, ich würde gerne irgendwas haben, dass ich die Unsichtbaren sehe. Okay, also die Lebensanzeige. Sprintdauer, Nahkampfschaden, Spritzenwirkung. Weiß nicht. Schadensmultiplikator. Der wird mal hochgedreht. Muni brauche ich eigentlich nicht mehr. Geht eigentlich. Blendbolzen. Ich finde die ein bisschen schwachsinnig, muss ich sagen. Lebensanzeige, die können wir immer maximieren. Das finde ich immer gut, wenn die höher ist. So, 3000 hätten wir noch. Nahkampfschaden nehmen wir auch gleich mit. Zack, so. L2 ist aber einfach zielen.
Ja. Guten Tag, Schlüssel habe ich sowieso nicht gefunden. Ich speichere mal. So. Schön. Ich werde jetzt aber das trotzdem nochmal machen. Weil man hängt ja wieder irgendwas an der Wand. Nö. Ah, hier wieder was zu lesen. Patienten sprechen von Missbrauch. Patienten der Nerven. Boah, Alter. Patienten der Nervenklinik sprechen von Missbrauch. Missbrauch nur Spitze des Eisbergs. Patienten der Beacon Nervenklinik behaupten, dass sie von Fremden für Verhaltensexperimente missbraucht werden. Weist alles darauf hin, ne, dass die da irgendwie nicht so ganz normal behandelt wurden. Weil, ne?